Hallo und herzlich willkommen zurück zu Septerra Core. Wir sind immer noch im Dschungel, oder? Im Tempel des Dschungels, ich will hier durch. Ja, Mann, die letzte Aufnahme ist schon wieder lange her. Zumindest für mich. Für dich eventuell auch, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Denn irgendwie ist doch hier was ruckelig, oder? Naja, ich hab 3 FPS weniger als sonst, aber das muss doch reichen. Das ist einfach das Spiel, was halt so ein bisschen... Naja. Genau, dafür habe ich ja den Bildstabilisator bisher immer benutzt. Das ist irgendwie komisch. Septerra Core ist komisch. Aber gut. Darum soll es mal nicht gehen. Böse Gegner sind mir gerade mal egal. Gibt's hier einen Hebel? Gibt's hier was zu tun? Hey, Gegner. Ja, ansonsten... Das war so klar. Ach man. Hier, ich hatte ein Pixel hat noch gefehlt gehabt. Für das Übliche. Ja, ich bin ja immer noch fleißig am Rumdrehen, an den Audiofiltern und sowas. Soll natürlich immer ein bisschen weniger fehleranfällig sein und noch ein bisschen besser klingeln und weniger Leistung verbrauchen. Und da ist echt Min-Maxing angesagt bis zum geht nicht mehr. Hätte ich vielleicht erst auf die andere Seite gemusst? Das ist komisch. Weil hier sehe ich sonst nichts weiter. Da komme ich nicht rein, oder? Nicht, dass mich die Map nur verarschen will? Nein. Oh, na gut, man kann sich auch schwer machen, ne? Mhm. Wieder mal das Level ein bisschen umstrukturieren. Ah ja, jetzt müssen wir bestimmt so eine kleine 8 laufen. So eine kleine S-Kurve. Ja, ist ja jetzt gut. Mann, 1000 Türen. Haben wir es geschafft. Ja, wir brauchen keine 8 laufen. Ist ja seltsam. Ja, wir können mal hier rumgehen. Oh, ein Spax. Ja, hier war es auch sehr spannend. Schön, sehr, sehr schön. Ja, fehlt dir nur noch der Tempel hier und der Lufttempel, ne? Luft hat bestimmt Vergangenheit Stefan bis zum Schluss aufgehoben. Nur um seinem eigenen Witz gerecht zu werden. Lalala. Schön. Sehr schön. Oh. Naja, gut, es ist nicht so schwer. Und? Passiert was Sinnvolles? Bestimmt nicht, ne? Bestimmt nur Scheiß hier. Obwohl, im letzten Tempel war es ja okay. Da musste man auch wirklich nur von einem Schalter zum nächsten rennen. Und das ging schon alles irgendwie auf. Von daher sollte ich mir mal nicht ins Hemd machen. Tu's aber trotzdem. Gibt es eigentlich noch Leute, die Hemden tragen? Also im Sinne von einem Unterhemd? Ich trage nur noch T-Shirts schon seit Jahren. Anstelle eines Unterhemds. So. Dann mache ich mir jetzt immer ins Shirt. Voll unlustig, oder? nein, ach, ich wollte gerade wegrennen. Diesmal mache ich es aber richtig. Ich könnte einfach... Warte mal ganz kurz. Wir schocken ihn einfach mal. Hat nicht geholfen. Oder wie? Oder habe ich es verpasst? Der Angriff ist völlig übertrieben und so. Aber so Sachen wie Zerstörer und Dämonentod haben mich schon ein paar Mal ein wenig zurückgeworfen im Spiel. Ich hätte noch nicht mal gezählt, wie oft mir schon das Spiel abgestürzt ist. Hallo? Jetzt. Ich glaube 8-mal, 9-mal. Die meiste Zeit mit Access Violation. Wenn auf irgendeinem Stückchen Speicher zugreifen möchte, was er nicht darf.
wo das Betriebssystem sagt, nein, das ist nicht dein Speicher, liebes Spiel. Das ist für jemand anders reserviert. Und einmal Breakpoint, was auch immer das heißen sollte. Ja, da unten. Ganze Spackse zerstört. Ich hoffe mal, hier ist ein Hebel, ansonsten haben wir Pech. Gut. So mag ich das. Ah, na also. Und ich gehe natürlich davon aus, dass es noch eine zweite Tür gibt. Den Hebel vermute ich auf der anderen Seite. Dann sind wir ja schon wieder fast durch den Tempel, oder? Ich meine, klar, Bosskampf und so. Aber ich meine jetzt mal das Rätselgedöns. Das wäre bestimmt schön dort. Wie in so einem botanischen Garten. Achso, ich könnte einmal hier außen rum. Kann ich auch hier unten durch? Bestimmt nicht, ne? Nö. Nö, kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt schön hier oben einmal das ganze Ding mitnehmen. Na okay. Könnte vielleicht auch den Hebel hier umlegen und gucken, was passiert, aber ach. Wir wollen normalerweise ja eh alles erforschen. Da unten kann ich noch lang. Und von dem her soll es mich mal nicht stören. Außerdem muss es immer noch ein Vögelchen geben. Ich vermute eher im Haupttempel. Und nicht hier. Also im Tempel des Marduk und nicht in einem dieser Elementtempel. Aber ja, ein Vögelchen fehlt noch. Ja, ist immer hier ein Pixel schneller als wir. Nicht, dass es was ausmacht, aber... Schlurp. Gibt es nicht auch ein Pokémon, das heißt Schlurp? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das kann ich irgendwie nicht mal richtig abwählen hier. Komm schon. Komm schon. Komisches Item. Ja, ich habe Pokémon so Ewigkeiten nicht mehr auf Deutsch gesehen, gehört, gespielt. Sondern ganz viel auf Englisch. Wenn überhaupt. Dass ich da jetzt verwirrt bin. Die nehme ich einfach rum. Wann seid ihr hell? Was ist denn hier los? Das ist hier nicht irgendwie ein Filter von mir oder YouTube oder sowas. Das ist einfach nur die Grafik. Alter Schwede, da brennt es mir die Augen weg. Ach, besser. Schwarzes Loch. Sehr schön. Ich kann auch nicht verstehen, dass es Leute gibt, die haben irgendwie einen weißen Bildschirmhintergrund, Desktop-Hintergrund. Mir völlig unklar. Wenn es abends ist und ich würde hier Alt-Tab drücken oder irgendwas, dann würde ich sterben. Blind werden. Ja, das Item ist ein ganz kleines bisschen buggy. Lass mich in Ruhe! Geh weg! Na also. Muss ich gleich nochmal ausprobieren, wie das mit den anderen. Mit den anderen Items ist. Mein Gott. Hallo? Hallo? Hier ist bestimmt nichts, ne? Ja, das Spiel läuft jetzt übrigens gerade von der Festplatte, die ich über USB 2 anschließen musste. Da war irgendwie der USB 3 Zugang. Ich habe keine Ahnung, der geht nicht. Ich vermute mal, das Kabel geht nicht mehr richtig und kann deswegen kein USB 3 mehr, sondern nur USB 2. Und da läuft jetzt gerade das Spiel drüber, aus Gründen. Aber ich vermute mal, das dürfte das Spiel eigentlich nicht stören. Denn im RAM sind es, glaube ich, 50 Megabyte oder sowas, was das groß ist. Das ganze Spiel.
Ich weiß nicht, wie groß es auf der Festplatte ist. Und USB 2 macht ja auch 20 Megabyte oder so. Bisschen mehr. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Boah, alter Schwede. Sieht aus. Wenn ich mir meinen neuen PC hole, dann hole ich mir auch eine zwei nette SSDs. Eine, die mindestens einen halben Terabyte groß ist für das System und für ein, zwei Spiele. Und nochmal eine, die mindestens ein Terabyte groß ist für die ganzen Videos, für die ganzen Rohdaten. Das wird geil. SSD-Preise sind echt gefallen in den letzten Jahren. Habe ich neulich nicht schlecht geguckt. Ja, natürlich. Diese, ja, na klar. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das wieder rückgängig machen muss. Ob ich erst nach ganz unten links gemusst hätte. Ich vermute es ja mal nicht, aber... Ich gehe mal nach unten. Warte, wo muss ich da lang? Nach da. Ich gehe mal nach unten und schau mal, wie der Zugang aussieht. Sonst mache ich das einfach wieder rückgängig. Nicht, dass ich hier was verpasse. Auf die letzten Meter. Ah, da ist der zweite Hebel. Mhm. Oh, das wollte ich. Das war geplant. Da oben ist bestimmt was Tolles. Oh, das ist wirklich schön hier. Aber hier ist der zweite Hebel für die andere rote Tür, nicht wahr? Davon würde ich mal ganz stark ausgehen. Hallo? Hallo, Hebel? Hebel, Hebel? Ja, Spacks. Na komm halt her. Du alter Spacks. Schon lustig, dass sie sich durch das Spiel durchgezogen haben, die Spackse, oder? Einmal mit dem Spacks Original, mit Drax, dem alten Spacks. Und dann irgendwie nochmal als Elementargegner hier auf irgendeinem Schiff. Und als Mini-Bosse überall mal. Ist das ja auch... Oh, das war das letzte, dann ist eh egal. Ja, aber hier ist er erstmal nicht mehr, ne? Komm schon, Spiel. Lass mich in Ruhe. Das checke ich nicht. Ich habe das schon mal einmal abgebrochen. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Wahrscheinlich nimmt er erst den Befehl nach ein paar Sekunden an. Ich verstehe das nicht. Eine Kiste. Oh. Trank. Quarterfakt. Riechsalz. Okay, kein Hebel. Oder habe ich ihn übersehen? Ich sollte nochmal hier rumschauen. Bevor ich hier wieder abhaue. Aber ansonsten umso besser. Dass wir hier erst die Sackgassen mitnehmen. Nö, hier ist nichts. Gut, soll mir recht sein. Da unten waren wir ja eh schon. Da oben waren wir ja auch. Nö. Oh. Und hier ist ja nur der Hebel, ne? Lalalala. Hebel, Hebel, Hebel. Hier ist auch nichts. Na gut. Ich gehe dann mal. Ja, die Animation, die nehme ich natürlich gerne mit. Ich könnte sie auch abbrechen, aber hey, das wäre ja... das will man ja nicht. Man will die Action ja hier sehen. Im Dschungel ist es bestimmt schön warm, aber die Luftfeuchtigkeit würde mich echt fertig machen. Da bin ich ein bisschen empfindlich. Ich habe vor 2-3 Wochen auch irgendeinen Sportkurs mitgemacht.
Da war es auch irgendwie schwül draußen. Und da hatte ich direkt ein bisschen mit dem Kreislauf hinterher gehabt. Das mag ich gar nicht. Von daher beneide ich die drei jetzt nicht. Ich gehe wieder da lang. Das Stückchen wieder zurück. Ja, gut möglich, dass hier wirklich in die Kiste war. Als Belohnung, dass man es mitgenommen hat. Denn eigentlich liegt es ja nicht direkt auf dem Weg. Sondern, meist würde man ja hier in Reihenfolge alles abgehen und da würde man erst hier hinten irgendwo runtergehen. Und dann wäre man schon am Ziel und würde es vielleicht vergessen, dass es hier noch was weitergeht. So. Ah ja, dass die Tür, die wir geöffnet haben. Ist hier nur schon der Gegner oder wie was? Ach echt, hier gibt es nur eine Tür. Sehr komisch, diesmal speichere ich aber. Zack. Ja, uns geht's total super. Oh, mich direkt reingestellt. Na Freundchen. Natürlich erstmal heilen. Warum auch nicht? Ich überlege gerade, wie das war. Konnte ich mir das angucken? Ging das? Oder ging das nur bei einem Teil davon? Nö, das ging. Gut. Oh nein. Ach, hier sind die Anzeigen. Ich habe sie gerade gesucht. Wir machen uns noch ein bisschen schneller. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Habe ich eigentlich schon Reparatur ausprobiert? Nee, ne? Das macht echt nicht schlecht Schaden. Aua, nein. Ich gebe auch jemandem gleich eine Barriere. Kann sich sehen lassen zum Großen und Ganzen. Schwarzes Loch. Ach ja, bei irgendeiner Zerstörerattacke ist, glaube ich, abgestürzt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oder ich hatte Angst gehabt, dass es abstürzt. Das macht die effektivste Sache, ne? Vor allem, weil wir halt alles treffen. Gegen was kämpfen wir hier gerade? Oh shit. Gegen welches Element? Luft, oder? Es muss Luft sein. Es muss Luft sein, weil das Counterfeit Airman Lied fängt damit an, dass ne, man das Feuerlevel nicht schafft und deswegen man versucht Luft zu hinzukriegen und Luft schafft man auch nicht und deswegen und so weiter und so fort. Es muss das Luft sein, weil Feuer müssen wir das aufheben bis zum Schluss. Ich brauche mal kurz meine Liste. Mein Cheat Sheet. Luft, da hilft Erde dagegen. Das probieren wir mal aus. Dann wissen wir Bescheid. Ich überlege, ob jemand von uns einen Erdangriff kann, aber die können beide, glaube ich, nur Luft, ne? Das ist, glaube ich, ein Luftangriff. Das ist Feuer. Oh, scheiße. Habe ich LED versucht anzuwählen, aber die war noch nicht bereit. Und das ist auch Luft. Na komm. Wir machen mal Erde. Das Symbol für alles sieht immer ein bisschen komisch aus. Okay. Und eigentlich könnte ich auch. Komm mal her. Das sieht mal ein bisschen seltsam aus, oder? Hier Luft ist ja noch okay, aber da hätte man vielleicht auch einen Blitz draus machen können. Und hier einfach nur. Ich meine, es ist ein Meteor. Und ein Meteor verbinde ich irgendwie mehr mit Feuer als mit Erde. Aber gut. Wir können mal gucken, ob das heilt. Wissen wir auch Bescheid. Heilen tut's nicht.
Aber es macht super wenig Schaden. Gleich weiß ich Bescheid. Ich bin so schlau wie vorher. Das ist echt bescheuert, dass ich das nicht weiß, ne? Komm, ich bleib dabei. Es muss Luft sein. Ich vertraue einfach mal Vergangenheit, Stefan. Hau das mal auf, Grub. So. Da kommt hier der fette Angriff. Schön, wie es hier rumleuchtet. Schlopp, schlopp. Daneben, du Sau. Item. Ich hätte gerne einmal eine Heilung. Auch wenn es nur ein paar AP sind, aber... Ne? Ich vermute mal, überleben die beiden. Aber ich kann auch nur so ein bisschen raten. Ja, und Maya kann man angreifen. Wow. Daneben, du Penner. Hat daneben geheilt, wie das funktionieren soll, hä? Was ich auch probieren könnte. Nutzen wir meise gar nicht. Flupp. Alter Verwalter. Alter. Maya hat zurzeit die Seraphim-Rüstung, die Zauber abschwächt, und die Geisteswacht, die Elementarzauber abschwächt. Das ist doch nicht normal, oder? Und hier schön daneben, wie geplant. Meine Fresse. Ja, also es war Elektro. Oder Luft. Jo. Genug rumgespielt, Spaß ist vorbei. Da schon wieder daneben geheilt. Ich weiß nicht, was mit dem verkehrt ist. Mach das mal auf alle. Ich weiß gar nicht genau, ob man das überhaupt auffrischen kann. Solche Boosts, Buffs. Aber falls ja, dann haben wir das jetzt damit getan. Und ansonsten hätte ich gar nicht... Ach, weißt du. Sollte ich mir mal nicht ins Hemme machen. Ich glaube, das ist erstmal, dass ich das einem überhaupt benutze. Und dann holen wir mal fix Humbaba und schauen mal, was der so drauf hat. Das ist der Elementvorteil. Oh, die ist unsichtbar und deswegen sieht man sie hier. Aber nicht verkleinert. Kaboom, kaboom, kaboom. Lohnt sich schon ein bisschen mehr, ne? Der liebe Humbaba. So ist es mit Sicherheit auch gedacht, ne? Dass man hier nochmal mit den Elementen schön rumspielen kann. Man kann natürlich auch einfach nur draufhauen. Oder einfach nur schwarzes Loch und sowas benutzen. Aber offensichtlich ist es so gedacht. Wie die Sache mit den Barrieren auch, ohne Barriere. Obwohl, die Tarnenzauber sind einfach übermächtig, ne? Wenn wir hier auf alle Tarnenzauber benutzt hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit auch extrem gering gewesen, dass alle drei sterben. Ein letztes Mal bestimmt, hä? Zumindest für den Kollegen, der hält bestimmt ein bisschen mehr aus, aber auch nicht viel. Oh, ja, violette Punkt ist auch mit klein gemacht. Schön sieht der aus. Humbaba wütend. Komm,
komm, ich hatte einfach nur mal einen ganz gewöhnlichen Brocken auf dem Kopf. Wie viel macht das? Ach ja, komm. Darf jeder mal draufhauen. Und noch einmal. Da. Sieht man, wie das Teil hier auch dunkler wird. Interessant, dass das Ding auch nichts anderes kann, außer aufladen und dann den Ultra-Zauber anwenden. Ich habe mich erst gewundert, warum sie so viel Schaden macht im Vergleich zu Maya, aber sie hatte die Chorsaat. Das haben wir extra so rumoptimiert. Ah ja, 90.000 Leute. Tempelschlüssel, Wurzel, Trank, Artefakte. Alles ganz, ganz toll. Zack, zack. Schön, schön, schön. Ich renne nochmal ganz fix zurück. Dann beende ich die Folge. Die ist schon ein bisschen länger. Aber das ist okay. Wir haben zum Glück auch gleich die Kiste mitgenommen gehabt. Aber komisch, dass es nur eine Tür diesmal gab, ne? Ja, du alter Spacks. Ich analysiere euch jetzt nicht. Die letzten 3 Meter. Ich hau euch nur um. Ist mir egal, was ihr seid und was ihr hier tut. Klopp. Nö, schon wieder das Abwellenproblem. Kann vielleicht wirklich daran liegen, dass mit der Festplatte irgendwie der was laden muss, aber nee. Festplatte ist auch dauerhaft an. Ist zwar eine externe. Aber ich habe extra ein Programm laufen, was die jede Minute einmal anspricht. Und damit geht die in keinen Ruhezustand irgendwas. Aber hallo? Spiel? Spiel? Ich habe keinen Bock mehr auf deinen Scheiß. Lass. Okay, dann laufen wir jetzt halt mit ein paar Samen rum. Das ist auch okay. Wenn der Rechtsklick irgendwie nicht geht. Und du spackst meine Maus rum. Nicht das Spiel. Kann natürlich auch sein. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz. Ich kann ja mal diese fette Metallflasche hier zwischen Empfänger und Maus wegtun, aber es hilft nichts. Ja, komisch. Habe ich im Hintergrund noch irgendein kleines Programm laufen, was mir den Rechtsklick wegfrisst? Ich meine, hey, es funktioniert, ne? Mit dem Haufen Samen in der Hand. Oh, warte mal ganz kurz. Wir müssen, hey. Den da benutzen, ne? War nicht hier irgendwo ein Hebel, der dazugehört hat? Ich will wieder nach Hause. Ja, super, ne? Escape. Oh, okay, hey, es funktioniert. Ist komisch, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wie gesagt, mein System ist zurzeit ein bisschen komisch. Seltsam. Danke, das hilft mir weiter. Ach Mann. Ich will da nur wieder hier weg. Muss ich jetzt wirklich einmal ganz außen rum? Ach komm schon, Spiel. Jetzt willst du mir aber ein bisschen auf den Sack gehen. Ach weißt du was, lieber Zuschauer. Ich beende einfach hier die Folge. Und wir sehen uns dann am Ausgang wieder. Nö, so machen wir das jetzt. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.